Ja, guten Morgen. So, heute sind wir mal, oder ich zumindest, beim Raphael Jung von Diagnose Berlin. Winterzeit, Off-Season-Zeit, Zeit mal ein bisschen was über Leistungsdiagnostik, Leistungstrainingssteuerung nochmal neue Einblicke zu bekommen. Ich bin ein großer Freund von der FDP und diesen ganzen Sachen. Der Raphael hat da ein bisschen andere Meinungen oder andere Ansichten, sagen wir mal so. Ich bin ja jemand, der auch gerne sich mal andere Sachen anhört. Eventuell machen wir heute auch noch ein bisschen eine Diagnose. Ich meine, die Diagnose Berlin steht bei mir eh schon lange fest. Aber hier gucken wir mal. Ist in der Nähe von mir. Das heißt, kann ich gut mit dem Fahrrad hinfahren. Ja, ich bin gespannt, was wir jetzt hier feststellen werden. Lass mal reingehen. Jetzt sind wir hier drin beim Raphael Jung. Das ist ja nicht der Raphael, das bin ich erstmal. Er ist ein bisschen kamerascheu, hat er mir gesagt. Aber das ändert sich auch noch. Thema Leistung, ich habe erstmal einen Kaffee. Kaffee finde ich auch immer ganz gut. War jetzt okay, der Kaffee. Ja, war jetzt okay. Nachher zeigen wir noch mal ein bisschen hier Studio, sage ich jetzt mal. Ja, das wackelt hier die ganze Zeit. Ich bin hergekommen, um mir mal ein bisschen anzuhören, was kann ich dann machen für stellvertretend für jetzt andere weitere Sportler noch, wobei ich immer ein bisschen speziell bin, auf mehreren Ebenen, sage ich jetzt mal, fürs nächste Jahr. Ja, nächstes Jahr ist ein besonderes Jahr, wird mein zweiter Sohn geboren und ich habe noch weniger Zeit und will natürlich auch noch besser werden. So. Also, was der Raphael sagt, ist, wir gucken uns an, was ist das Ziel, wo ist man jetzt gerade und wie kann er einem da helfen, welcher Test wäre quasi der Beste, um jetzt da das beste Ergebnis mit dem wenigsten Training zu erreichen. Das habe ich jetzt. So. Um es spannend zu machen, ich komme jetzt von einem Langdistanzwettbewerb, der ist glaube ich gerade 4 Wochen her. Das habe ich ja auch mehr oder weniger spontan gemacht, schon mit Vorbereitung, aber es war am Anfang des Jahres nicht geplant. Ich habe mir überlegt, ich werde ein bisschen weniger machen, ja, müssen. Und zwar vielleicht so eine Sache, alles was so um die 1,90 Minuten bis 2 Stunden läuft. Ja. Duathlon, kurze Sachen oder vielleicht mal 10 Kilometer auf Bestzeit laufen. Solche Geschichten. Ja, sowas in der Art. Und dann glaube ich, ja, Raphael wird mir das eventuell bestätigen oder nicht, dass man da vielleicht doch nochmal in der Lage ist, mit weniger Training doch nochmal eine etwas längere Sache zu machen, so es dann so ist. Aber der Hauptfokus sollte schon darauf liegen, bisschen schneller zu werden. Wollen wir mal vorher raten, was rauskommt an Schwelle? Wir wollen die Schwelle wissen. Ja, was hast du denn bei deinem FTP-Test erhund? Ja, habe ich letztes Mal FTP-Test gemacht. Das ist ja schon. Ich kann dir sagen, in der Regel liegt das tatsächliche Laktat Steady State unter dem, was ein FTP-Test, gerade bei trainierten Leuten, weil meistens hast du bei einem FTP-Test die Komponente mit drin, dass du, man spricht ja von einer Laktattoleranz. Das heißt, fährst du 15 Minuten bei 300 Watt, was jetzt, sage ich mal, deine realistische Steady State-Grenze wäre, und denkst dir in den letzten 5 Minuten, naja komm, es sind ja einfach nur noch 5 Minuten, ich gebe also einfach nochmal Gas und leide, dann gehst du ja eigentlich über deine Schwelle, kannst es aber tolerieren, was dein Wert letztendlich. Trotzdem sage ich, 300 ist eine schöne Zahl. Ja, wir können einfach mal gucken, dann würde ich sagen. Pulsgurt um, Socken habe ich nicht dabei gehabt heute, also spezielle Radfahrsocken, deswegen müssen die jetzt hier so reichen. Wie gesagt, Zyklus 2, was mich so ein bisschen irritiert ist, hier ist da vorne so eine Anzeige drauf. Das ist gar kein Zwift hier. Also ich weiß gar nicht, wie. Naja, wird wahrscheinlich auch ohne Zwift Typ 2 Spaß werden, aber naja, ich bin da gespannt. Ja, so seht ihr mich jetzt erstmal eine Runde fahren. Die ganze Aktion gibt es in ungefähr einstündiger Länge hier oben zu sehen. Also ihr könnt hier klicken. Ich habe das Ganze auch nochmal im eine Beschreibung aufgeschrieben für die komplette Auswertung und für detaillierte Ansichten und Einsichten vor allen Dingen. Wie gesagt, bitte oben klicken, da könnt ihr euch das ganze Ding angucken. Ich denke nur, dass nicht alle Leute hier sich eine Stunde die ganze Sache anschauen wollen. Viel Spaß, danke fürs Zugucken und da oben könnt ihr mal klicken und dann seht ihr euch den gesamten einstündigen Prozess nochmal an. Kann eben sein, dass du
ungefähr eben, das ist ja auch das, was du bei diesem FTP-Test eben rausbekommst, wo du gesagt hast, 310 Watt. Das sind jetzt 300 Watt, wo ich sagen würde, das ist eventuell gerade so noch an der Grenze, wo sich das noch stabilisieren kann. Aber irgendwo hier würde ich diese Schwelle vermuten. Genau. Also plus, minus, jetzt wie gesagt, einfach mal 10, 20 Watt. Also es kann 280 sein, 290, es kann aber auch 310 oder 320 sein. Das müsste ich halt eben nochmal genau im Detail mir angucken. Aber das ist auch das deckt sich ja im Grunde nur mit meinem Gefühl und mit meinen Ergebnissen, die ich quasi hatte. Genau. Das heißt, das war jetzt erstmal ein ganz kurzer Einblick, kurz, je nachdem, wie detailliert man es haben möchte, in das, was der Raphael jetzt macht. Er baut jetzt wieder das andere Fahrrad auf bei Diagnose Berlin. Ich fand es sehr interessant, hat tatsächlich aber ein bisschen auch das, nicht aber, also hat das bestätigt, was ich jetzt auch schon vorher in den, also wusste, sage ich jetzt mal. Man sieht allerdings da tatsächlich sehr schön in den Auswertungen, dass es auch wirklich so ist. Liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass ich das schon eine ganze Weile mache und da recht gut weiß, wo man jetzt da hinkommt. Trotzdem haben wir gelernt, die Ernährung hat einen großen Einfluss. Also viel essen, wenig essen und vor allem ganz, ganz wichtig, von was man viel isst. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, Raphael. Ja, danke auch. Dankeschön. Und wenn ihr Fragen habt, Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Beileidsbekundungen oder irgendwas unten reinschreiben oder direkt anschreiben und bis zum nächsten Mal.